Hallo, grüßt euch und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einer neuen Map-Vorstellung für Transportweaver 2. Ich begrüße euch recht herzlich und zwar aus dem Kreis Ostwestfalen-Lippe. Und diese Karte ist wirklich mega genial, ihr seht das schon. Da steckt so viel Arbeit und Liebe zum Detail und auch ganz viel Mühe drin. Und die hat der Jaja 1910 für uns gebaut und im Steam Workshop veröffentlicht. Und tut mir bitte den Gefallen, weil das ist wirklich so eine grandiose Map. Die ist auch realitätsnah, also wirklich der Realität nachempfunden. Er hat sogar drei Denkmäler, drei Sehenswürdigkeiten für uns gebaut. Ihr benötigt zwei Mods, aber die benötigt ihr eigentlich nicht wirklich. Die Karte geht doch ohne die Mods. Dann werden die Denkmäler aber halt leider einfach nur als Amazon-Würfel angezeigt. Es ist eine kleine Karte. Seitenverhältnis 1:1. Es gibt 33 Städte, 63 Industrien und er hat wirklich versucht, das alles so zu bauen. Also Maßstab hier auf der Karte natürlich, wie es halt auch in der Realität ist. Alle Städte sind vorhanden. Die Straßen hat er auch versucht nachzustellen. Er hat da historisches Kartenmaterial benutzt. Er hat die Städte manuell platziert. Er hat tausende von Bäumen handplatziert, hat er geschrieben. Und wenn ihr euch die Karte runterladet und die spielt, dann bitte, bitte lasst ihm ein Like da, einen netten Kommentar, einen Danke zu schreiben. Dauert 10 Sekunden, wenn überhaupt. Und das ist die Arbeit. Auf jeden Fall wert. Wirklich mega. Die drei Sehenswürdigkeiten, die er gebaut hat, sind einmal das Hermannsdenkmal. Das ist bei Detmold hier unten da. Das ist das Hermannsdenkmal. Das hat er mit dieser Festungsmod vom guten Ingo gebaut. Ja, hier oben ist eigentlich eine Statue drauf. Das kann man natürlich nicht so gut darstellen. Aber ich finde, hat er ganz gut gemacht. Sieht so ein bisschen Minecraft-mäßig aus. Aber auf jeden Fall eine schöne Sache, dass er das gebaut hat. Dann haben wir die Sparrenburg in Bielefeld. Aber kann ich euch ja eigentlich nicht zeigen, weil Bielefeld gibt es ja nicht. Nein, die Sparrenburg hier in Bielefeld, die haben wir hier. Hat er auch wunderbar nachgebaut. Sehr, sehr schön das Ganze. Und dann haben wir noch das Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Und das war bei Porta Westfalica, war das, ne? Das müsste hier irgendwo sein. Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Da ist das Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Das hat er hier auch noch hingestellt. Auch schön mit den Zäunen hier rundherum und auch noch die Bänke hingestellt, Laternen. Also wirklich sehr, sehr cool. Und sieht das nicht schön aus, wenn man sich hier an die Weser setzt am Denkmal? Also wirklich grandios. Hier steckt so viel Detailarbeit drin. Die ganzen Bäume, die er hier platziert hat per Hand. Ne? Jedes Feld ist abgegrenzt. Die ganzen Straßen, die hier durchführen. Wow. Also riesengroßen Dank, auch wenn du das siehst. Wirklich eine absolut grandiose Karte und ich hätte richtig Bock, hier einfach gleich mal loszuspielen. Da bin ich ganz ehrlich. Wir könnten hier eigentlich so ein kleines Nebenprojekt machen. Ne? Es ist ja nur eine kleine Karte, aber wir können echt so ein kleines Nebenprojekt machen, wo unregelmäßig Folgen kommen, wirtschaftlich. Schreibt mir mal gerne rein, ob ihr Bock drauf habt. Also ich habe richtig Lust, diese Karte zu spielen, weil es ist so eine hübsche Karte. Die ganzen Industrien hat er auch per Hand platziert, also es ist nichts zufallsgeneriert. Dann haben wir hier die Weser, die er hier durchgezogen hat, an Porta Westfalica dabei. Aber ist auch lustig, die letzte Karte, die ich vorgestellt habe vom guten Raccooni, ist ja Porta Saxonia. Und jetzt haben wir eine Karte, wo Porta Westfalica drauf ist. Das ist auch irgendwie ein lustiger Zufall. Ja, die Weser schlängelt sich, wie gesagt, hier durch. Einmal hier rum. Schön. Wunderbar. Also, ich bin baff. Also, wer schon mal sich versucht hat am Kartenbau, der weiß, wie schwierig das ist und wie zeitintensiv. Und das ist wirklich, ich bin absolut begeistert. Ich hatte auch noch, hier gibt es auch noch kleine Bächlein. Die hat er aufgemalt. Naja, auch hier diese Detailverliebtheit mit den Steinen, als wäre das so ein kleines Brückchen, was hier drüber geht. Ne, so ganz kleine Bächlein, die hier drin sind, so kleine Nebenarme, Nebenflüsse. Richtig schön. Richtig, richtig schön. Ja, als Hauptstadt, denke ich mal, ist hier Bielefeld die größte Stadt, gehe ich mal von aus, genau. Das war eigentlich absehbar. Bielefeld haben wir dann auch hier hinten. Dieses Bielefeld gibt es ja gar nicht, das war mal so eine Urban Legend,
Aber natürlich gibt es Bielefeld. Ich weiß gar nicht, wo das herkam, aber das hatte ich auch schon vor Jahren, ich glaube sogar schon vor 15, 20 Jahren, dass es Bielefeld angeblich gar nicht gibt. Dann mal hier Brackwede, genau nebenan Schildesche, Hepen. Das sind wahrscheinlich noch so kleine Stadtteile von Bielefeld. Hier hinten haben wir dann Gütersloh, Halle, Westfalen. Das sagt mir auch alles was. Melle, da bin ich glaube ich sogar schon mal durchgefahren. Rödinghausen kenne ich aus dem Fußball vom DFB-Pokal. Ich glaube SV Rödinghausen, ne? Minden hier hinten, Porta Westfalica, Bad Oeynhausen. Bünde, Herford, sagt mir auch was. Kalletal haben wir hier noch. Und auch diese ganzen Straßen. Was wir jetzt natürlich gucken müssen ist, der Straßenunterhalt, was kostet der denn? Hier. Ja, anscheinend gar nichts, ne? Mal laufen lassen. Die Karte startet übrigens im Jahr 1895, aber der Straßenunterhalt scheint nichts zu kosten. Gucken wir mal, ob doch. Der kostet was. Der Straßenunterhalt kostet was. Aber das scheint nur geringfügig zu sein. Also das ist jetzt kein Vergleich zur Bodensee oder zur Chiemsee-Karte. Das sind $176 anscheinend im Monat. Also das kann man verkraften, ne? Ja. Das sind knapp $176 im Monat und das ist nicht der Rede wert. Das ist ja quasi gar nichts. Ja, mehr gibt es nicht zu zeigen. Wie gesagt, die ganzen Straßennetze hier, wunderbar angelegt. Nicht immer nur so gerade Abzweige, sondern auch hier schön kurvig verbaut, auch hier. Naja, das ist jetzt nicht so gerade hier durchgezogen, hätte er ja auch einfach machen können, sondern alles schön, wie Straßen halt so sind, ne? Die sind ja nicht immer nur schnurgerade, sondern die verlaufen dann halt auch mal kurvig, wie es die Landschaft halt auch hergibt. Also wirklich, ich weiß, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, aber ich bin wirklich baff. Der ZHD, der haut ja schon immer Karten raus, ne? Also wo man wirklich mit den Ohren schlackert und der Zunge schnalzt, aber das hier ist nochmal, ohne dem ZHD jetzt zu nahe zu treten, also wenn der ZHD wirklich Picasso ist, dann ist das hier Da Vinci, also beides richtig geile Maler und ich glaube der Vergleich ist richtig gut, also hier haben wir auch noch so einen kleinen See, so einen Tümpel, auch hier hat er schön, ne, mit den Texturen gearbeitet, das ist wie so ein Sumpf, wie so ein Moor aussieht. Das ist der Flussgrund hier. Das ist natürlich auch nur aufgemalt, um euch das mal zu zeigen. Ne, das ist nur aufgemalt, das ist jetzt kein echtes Wasser. Aber es sieht halt schön aus. Wirklich, wirklich massiv. Also, Respekt. Bin ich ganz ehrlich. Ich denke, dass die Karte vielen gefallen wird und auch viele diese Karte spielen werden. Gerade weil sie auch flach ist. Ne? Ich weiß, dass viele, viele Spieler sich schwer tun mit Karten, die bergig sind, und das hier ist ja dann eher, ist ja auch in Nordrhein-Westfalen, ne? Eher flach. Er hat da auch die echte Topografie genommen. Ne, wir haben hier so kleine Hügel, wie es halt in Mitteldeutschland aussieht, in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen so. Außer der Harz natürlich, da haben wir dann mal so kleine Hügel, aber wirklich hohe Berge haben wir da nicht. Und auch hier nochmal dieses Hermannsdenkmal. Sehr, sehr schön. Wie gesagt, ihr braucht die Mods nicht, die er da verbaut hat hier. Aber wenn ihr die nicht aktiviert, sind die halt Amazon-Würfel. Alternativ könnt ihr einfach die Mods mitladen, das alles abreißen und dann wieder deaktivieren. Das funktioniert dann natürlich auch. Schön. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr diese Karte spielt. Was noch zu sagen ist, ist, da es ja auch eine kleine Karte ist, ist es dann auch definitiv für Rechner geeignet, die nicht so viel Power unter der Haube haben. Weil nach wie vor ist Transportweaver 2 ja sehr performance-lastig. Ja, viel Spaß damit. Wie gesagt, vergesst nicht zu liken und zu kommentieren bei Steam, wenn ihr das Ganze benutzt. Und wenn ihr auch noch ein paar Pünktchen übrig habt, dann verteilt doch ein paar Steam-Preise. Da freut er sich bestimmt. Und vielleicht kriegen wir dann demnächst noch eine Karte von ihm. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. In dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.